Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das schiebe ich jetzt einfach mal dazwischen. Wild Horses Valley, weil Starlight, eine der Spieleentwicklerinnen, hat nämlich heute Geburtstag und ich möchte ihr alles, 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 alles Liebe zum Geburtstag wünschen, auf dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen und du ein wunderschönes neues Lebensjahr dann feiern kannst und hoffentlich bald auch ohne diese ganze, ja, Corona-Geschichte, ohne da weiter drauf eingehen zu wollen. Ich hoffe, du kannst trotzdem heute oder hast schon eine schöne Feier gehabt. Ja, und sie beschenkt uns sogar an ihrem Geburtstag und wir haben eine neue Dekoration für alle Pferde dazu bekommen. Wunderschöne Monarchfalter und die können wir auf unserer Reise im Tal fangen. Gerade eben habe ich auch schon einen gefangen. Den kann ich euch auch, glaube ich, direkt einmal zeigen. Wir gehen mal direkt einmal hier hin. Dann gehen wir hier auf Extended Inventory. Ich hoffe, da ist er. A beautiful monarch butterfly that you caught. So, jetzt muss ich aber mal schauen, weil wir nämlich, glaube ich, hier auch neue Dekorationen generell machen können. Oder müssen wir mal wirklich schauen? Da kommt keiner, kein neuer Falter. Wir können nämlich, und da schaue ich auch noch mal mit euch eben einmal in die Nachrichten rein. Wir haben nämlich ein neues Feature im Spiel, Lead Stallion Dekorationen. Und wir können unsere Lead Stallion über die Schaltfläche Dekoration im Menü oder eine ihrer speziellen Lead Stallions über das Sammelbuch dekorieren. So. Dekorationen können mit Gegenständen oder Token hergestellt werden. Sie sind an ein bestimmtes Pferd, eine bestimmte Farbe gebunden und bleiben für immer bei ihrem Konto. Sie können verwendet werden, wann immer dieses Pferd, ja, diese Farbe da ist oder das Sammelbuch. Wir haben auch einige neue Gegenstände ins Spiel aufgenommen. Okay. Sie können jedes Lead Stallion, das eine normale Farbe hat, das in freier Wildbahn zu finden ist und das derzeit Ihr Lead Stallion ist, für 650 Token auf der Dekorationsseite verewigen. Sein Auftritt steht Ihnen dann als spezieller Lead Stallion meine gekauften Hengste im Token Shop oder unter anderer Lead Stallion im Lead Stallion Sammelbuch zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Sie jederzeit zu seinem Erscheinungsbild zu rückwechseln können und er für immer bei ihrem Konto bleibt. Finde ich richtig gut. Mega. So, dann gucken wir doch mal und schauen mal bei meinen Available Stallions. Ach Quatsch, nicht Available. Ach Mensch, ich bin ja auch hier verrückt, ne? Ich habe doch hier da mein My Board Stallions. So, wir können ja mal hier unser Waterlily Horse mal wieder rauskramen. Fände ich nämlich auch mal gar nicht mal so schlecht, wenn wir ja das Pferdchen mal wieder hier haben. Übrigens kann ich euch zeigen, ihr braucht da überhaupt keine Angst haben. Die bleiben auf jeden Fall bei euch. Das Sand Horse habe ich ja schon, das Santa Horse und das Hibiskus Horse. Ja, und die bleiben auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur mal eben gucken, wo man das ändern kann. Da müssen wir nicht hin. Wir gehen mal hier. Oder wartet mal auf Decorations. Da ist es. Und da haben wir auch schon einen Schmetterling. So, Backgrounds. Da nehmen wir Desert. Oder nehmen wir Forest. Forest finde ich schön. Das passt ganz gut zu dem Pferd. So, und dann müssen wir quasi Dekoration kaufen. Yes. Okay, das haben wir schon mal gesettet. Ja, das ist doch prima. Genau. So, und jetzt können wir Preview. Oh, sieht das schön aus. Ja. Ja, das möchte ich so haben. Sehr schön.
Oh, das ist so toll. Ich finde das so schön. Ja, ihr merkt, ich bin total begeistert von diesem Spiel. Oh, das ist schön mit den Schmetterlingen hier. Ich liebe das. Back to Kollektion. So, und dann gehen wir mal zurück. Mal schauen, My Herd. Ah, okay, das wechselt also nur in der Deko dann. Ah, sehr gut zu wissen. Okay. Aber sehr schön, auf jeden Fall. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Bin begeistert. Jetzt kriegen wir hier Möhrchen. Du mein Lieber, die Möhrchen. Ja, so ist das. So, den attackieren wir mal. Oh, was? Andi-Feind? Okay, was ist jetzt passiert? Alles klar. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ja. Ich weiß, ich habe keine Karotten mehr. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht. Ach, guck mal. Wir haben das Attack gewonnen, ein Pony dazu bekommen. Was ist hier? Wir haben Dekoblumen bekommen. Wie schön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ein neues Pony dazu gekriegt. Ein Palomino-Hengstchen, den wir gleich mal hier auch betteln lassen. Ja. Und dann kann man hier ja reichlich andere Sachen noch sammeln. Ich werde jetzt mal hier nicht grob, ja, wie wollte ich jetzt sagen, unten trainieren. Das mache ich dann später. Wunderschöne Pferdchen auf jeden Fall. Ich liebe die Farben. Upsala, ja, da war ich schon. Hat das Spiel recht? So. Ich habe keine Heels mehr. Oh. Müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen wenigstens hingeben. So. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch so ergattern können. Mystic Fern haben wir jetzt bekommen. Ich warte auch noch drauf, dass ich mal so ein lustiges Bild machen kann. Einfach mal, dass hier irgendwo was Witziges dann an einem Bild zu finden ist. Da warte ich auch noch drauf. Gehen wir mal hier hin. Marshland. Kein neuer Schmetterling. Aber einen haben wir auf jeden Fall bekommen. Und wir gehen mal hier ins Extended Inventory nochmal und schauen uns den mal an. Da ist er. Richtig schöner. Ein ganz toller Schmetterling. Und wir gehen auf jeden Fall nochmal auf die Decorations-Seite. Da ist der Schmetterling. Da sind ganz viele. Haben wir das jetzt nicht schon gemacht? Marshland? Das passt eigentlich auch, ne? Aber ich finde irgendwie Forest schöner. Und jetzt müssen wir Craft. Ach so, wir brauchen 6 Monarchs. Okay. Okay, aber so ist es total schön. Gefällt mir richtig gut. So möchte ich das schon gerne haben. Mit diesen Schmetterlingen. So, das finde ich schon nicht schlecht. Flattern hier so ein bisschen um unser Pferdchen hier rum. Sehr, sehr schön. Einmal zurück zur Herde. Ja, jetzt haben wir leider zu wenig, um da tatsächlich noch, ja, wirklich hier was reißen zu können. Aber ich werde auf jeden Fall weiter sammeln, ihr Lieben. Und bald geht auch die Geschichte wieder los. Ja, so viel zu diesem kurzen, feinen Video. Und ja, liebe Starlight, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Tag. Lass dich feiern und dann sehen wir uns schon bald in einem neuen Video, wenn ich hoffentlich noch einige Schmetterlinge gefangen habe, damit wir endlich richtig schön dekorieren können. Seid auf jeden Fall mit dabei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.